So, da bin ich wieder in Genshin Impact. Mit einer neuen Grafikkarte, einer GT 1030, heute ich eine GTX 650 drin. Und die GT 1030 hatte ja, neue CPU-Generation und sollte ungefähr doppelt so viel FPS machen. Alles, was über 30 ist, bin ich ja zufrieden mit. Und mit der GTX 650 war es schon hin und wieder mal ein bisschen ruckelig. So, was kann ich denn hier noch abholen? Hier. Einsammeln. Habe ich doch gerade. Gibt's noch was? Wo ist denn noch ein Ausrufungszeichen? Da ist noch ein Ausrufungszeichen. Allerdings hat die, ich habe das hier mal hier eingeblendet. Also auf 60 FPS ist es jetzt eingestellt. Und ich will mal schauen, dass er da über 30 bleibt. Ob das besser ist. Aber ich habe ein kleines Problem. Und zwar OBS hier, mein Screen Recorder, hat gemeckert, dass die Hardware-Enkodierung NVENC nicht mehr geht. Und jetzt habe ich nachgeschaut. Obwohl das eine neue Chip-Generation ist, die neue Grafikkarte, die GT 1030, kann keine Hardware-Enkodierung mehr. Was der totale Scheiß ist. Das heißt, ich kann keine Videos schneller schneiden. Das kann die einfach nicht mehr. Also sie könnte, weil es ist ja derselbe Chip wie auf den anderen auch drauf, aber die haben das irgendwie über Treiber oder... Ich schätze mal über einen Treiber. Die werden ja nicht am Chip irgendwas ausgeflasht haben, so eine Fuse geblowt, wie man das nennt. Kann auch sein. Ich schätze mal, die haben das einfach über den Treiber kaputt gemacht, damit man das nicht machen kann. Und dass man teurere Grafikkarten kauft von denen. Was ich total daneben finde. Die 1030 hat mich interessiert, weil die nur ungefähr 30 Watt braucht. TDP. Ja, und die anderen haben mindestens 60. Und wenn wir eine leistungsfähige haben, 200, 300 Watt. Ha, hat man dann irgendwie so einen Heißluftföhn neben sich stehen. Und so oft spiele ich ja nun auch nicht. Und da sollte die eigentlich reichen. Aber dass die NVENC, die Hardware-Enkennung, da bin ich denen echt böse für. Und wenn ich jetzt schon überlegen, ob ich die zurückschicke. Aber Grafikkarten sind irgendwie momentan sau teuer wegen diesen Bitcoinern. Das lohnt sich, weil Bitcoin gerade ganz oben ist und dieses Ethereum ist auch oben und da kann man noch mit Grafikkarten die Hashes ausrechnen und die Leute kaufen bekloppt wie die bekloppten Grafikkarten. Im 100er-Bug, im 1000er-Bug und die Preise gehen rauf. 2017 ist die 1030 rausgekommen, zwischen 80 und 90 Euro hat es gekostet. Und ich hatte jetzt großes Glück, dass ich mal eine im Angebot gefunden habe, nachdem die überhaupt nirgendwo zu kaufen waren, für 99,99. Und da habe ich dann mal zugeschlagen. Ja, und da habe ich ausprobiert, oh ja, hier ist ja ganz gut, aber die Hardware-Enkodierung geht auch nicht mehr. Also im Power Director und in dem Videoschnittprogramm, Also ich kann dann ganz lahm mit der CPU dann schneiden. Es dauert dann irgendwie viermal so lang oder fünfmal so lang. Macht auch keinen Spaß. Naja, und die Frage ist jetzt, ob das OBS, das macht ja Software-Enkodierung, ob das jetzt nicht ein bisschen abgehackt rüberkommt, weil das halt einfach nicht packt von der CPU. Hier steht's ja irgendwie, die ist zu 95% ausgelastet. Auch noch das zu encodieren. Und das könnte sein, dass ich das hier jetzt hier schön geschmeidig sehe und smooth und ihr dann halt das Video nicht so geschmeidig seht, weil die CPU da halt mit dem Spiel beschäftigt ist und dann auch noch die Software-Enkodierung machen muss von dem Video. Muss man mal gucken, wie das ist. Drum mache ich mal dieses Testvideo.
Haben wir dann schon sehen. Ja, wenn ich mir das Video dann anschaue, ob das so taucht oder nicht taucht. Zum Schluss ist es so wie vorher. Da hat dann bei mir die 3D-Grafik geruckelt. Jetzt ist ja eigentlich angenehm smooth. Und das hat er natürlich auch ruckelig aufgenommen. Aber mit dem Aufnehmen hat er keine Probleme gehabt. So, und jetzt hat er mit dem Aufnehmen Probleme. Ich habe das geschmeidig und ihr seht es dann trotzdem wieder abgehackt. Da muss man mal gucken, wie das dann ist. Hier gibt's irgendwie was Neues. Ich glaube, die 1.5 ist jetzt draußen. Hab eine E-Mail gekriegt. Darum gucke ich mir das jetzt nochmal an. Manchmal sind da ja dann schöne neue Sachen drin. Hier 1.5 im Schein der Jahre. Aha. Muss ich mal in die E-Mail reinschauen, ob ich da irgendwelche Entschädigungen gekriegt habe. Fair Use Erklärung. Aha, ist klar. Das ist auch klar. Das ist auch klar. Aha. Okay. Aber dass man jetzt Videos machen darf und die auf YouTube stellen. Hat sich auch noch keiner beschwert, hat ja auch noch keine Urheberrechtsverletzungsdingsbums da. Da werden die wohl nichts dagegen haben, weil das ist ja auch Werbung für die. Machen wir das mal hier dazu. Die Ankündigung. Da war ich doch gerade. Warum sind denn da noch... hier ist auch noch mal was. Aktion. Okay, Windflucht. Da gibt's Urgestein. Afros Delos. Das ist wohl auch nett. Neu. Ein Gebetstunde der Wogen. Da kann man irgendwie was kaufen. Gebet göttliches Werk. Ja. Raumschaffungserlebnis. Kann man auch was kaufen. Nachrichten. Mal gucken. Ich möchte mich mit dir verabreden. Entschädigung. Ja, komm, gib her. Dankeschön. Ha? Da muss ich klicken. Klick. Einsammeln. So. Oder alle einsammeln. Ich habe schon alle eingesammelt. Gut. Dann mache ich jetzt hier mal auf Joystick wieder. Wo ist denn das? Wahrscheinlich Einstellung. Ah, hier habe ich mal 60, damit ich sehe, wie viel er da oben schafft. Ob man die 60 schafft oder nicht. Den Rest habe ich so gelassen. So, dann machen wir jetzt. Da gibt's Tastatur und Maus, nur Tastatur und Maus. Komisch. Nochmal neu, jetzt hat er ihn gefunden, mein Controller, da ist er auch. So. Ah, jetzt können wir mit dem Controller spielen. Das ist doch viel angenehmer ist. Naja, 43 FPS, wenn er sich dreht. 27 mal zwischendrin. Aber auf jeden Fall geschmeidiger. Ja, er spackt schon mal hin und wieder mal. Die CPU hängt aber auch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging. Das kann man durchschalten, okay. I wonder if an Adeptus will show up. Ah ja, genau.
rechts, links oben halten und dann die Karte, genau. Na, erstmal nach Mondstadt das Zeug einsammeln, oder? Ich glaube, das hatte ich mir ausgesucht, das war irgendwie viel zu schwer. Ah, hier ruckelt's bei mir aber auch noch irgendwie ganz gewaltig. Ja, die CPU ist irgendwie ausgelastet mit dem Encodieren und kommt da nicht mehr hinterher. Das macht aber auch keinen Spaß hier. Wo war jetzt das Mondtal? Mondstadt, Mondstadt, Mondstadt. Da. Was ist das da? Das klassische Spiel, das die Geschichte von Mondstadt in sich trägt, Windflucht, ist jetzt wieder verfügbar. Spieler beider Seiten werden als Rebellen der Widerstandsorganisation bzw. als Sieger der Aristokraten auf dem umkämpften Gebiet gegenseitig antreten. Was Player versus Player? Ach, kein Bock drauf. Ich glaube, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Also, alles nochmal. A drücken, nicht B drücken. Ich habe die alte Grafikkarte natürlich noch, aber ich habe natürlich eigentlich nur einen PCI Express Slot in meinem PC. Ich weiß gar nicht, ob es da zwei gibt. Na, wahrscheinlich schon. Das heißt also, ich kann die andere, die GTX 650, nicht zusätzlich einbauen. Wobei das natürlich auch ein Blödsinn wäre, wegen... müsste ich ja auch die Monitore immer umstecken, ist da auch doof. Und, Stromverbrauch macht ja auch keinen Sinn. Ja, jetzt hakt halt immer die CPU und es ruckelt wegen der CPU, weil die immer ständig ausgelastet ist. Okay. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the... Ich bin ja immer noch in dieser Abenteuerstufe. Das geht so langsam. So. Einsammeln. Okay. Dann geht's gleich wieder los. Nein. Warte mal. Erst ausrufen, dann 20 Stunden und dann... Jetzt steht er auf 20, dann ist ja gut. Schicken wir auch nochmal los. Und das Limit ist erreicht. Dann hier eben gerade was geblinkt. Ach, das war hier. Sie hat gesagt, hier gibt's irgendwo was. H
Habe ich jetzt nicht so aufgepasst, was sie mir erzählt hat? Aber es müsste ja eigentlich... Ne? Im Missionslog stehen. Da steht leider nirgendwo was, was ist. Ich hab's mir auch schon vergessen. Ach Gott. Was ist das? Ach, das ist das Gebet. Und das? Wiederkunft der Gestirne. Sammle eine Heimkehrbelohnung ein. Irgendwas habe ich jetzt eingesammelt. Ach, das ist dieses Player versus Player. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm Euler. Mhm. Hello, nice to meet. Lass mal durchgehen. Once there was a glorious kingdom established. Oh Gott, 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 Gott. Die CPU packt's gar nicht mehr. Task was seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the Kingdom of Darkness. Das bringt irgendwie nicht viel mit der Grafikkarte und das aufnehmen wollen. This is the story of your journey, of your tale to be told. Grad ist inzwischen schon warm. Erlebnispass. Gibt's hier irgendwie was abzuholen? Oder? Na, kaufen will ich nix. Na, ich spiele das jetzt noch eine Runde. Das war das Missionsbuch, oder? Aber ich habe so das Gefühl, das macht... Naja, hier so mit Drehen hat es 33 FPS. Da wäre es vielleicht sogar praktischer, das auf 30 zu limitieren, dann habe ich immer jeden zweiten, das ist ja 60 Hertz Monitor, jeden zweiten, also 2 Frames pro Takt von dem Monitor. Ich sehe 2 Bilder hintereinander, dann kommen die nächsten 2 Bilder. Das kann ich immer eben einstellen. Wo musste ich da drücken?
Vielleicht entlastet das ja auch so ein bisschen die CPU. Wer weiß. So, jetzt müsste eigentlich immer auf 30 bleiben. Namenkärtchen ändern will ich nicht. Ich laufe mal ein bisschen durch die Gegend. Gebratenes Täubchen. Da geht jetzt aber das Zielen besser. Ja, 29, 30 FPS. Was ist das da? Quatsch. Ich glaube, ich habe was getroffen. Das müsste ja da eigentlich runterfallen, aber ist es nicht. Vielleicht mache ich doch mal was, ein bisschen, wo Kampf ist. Das ist es nicht. Habe ich da eigentlich schon geguckt? Ein echter Klassiker. Ich suche die Schatzkammer. Ja, wo war das nochmal? Mal gucken, ob die FPS dann, wenn da mehrere Gegner sind, irgendwie total zusammenbricht oder ob man da noch spielen kann. It's raining again. This will hinder our vision. We must remain vigilant. Hier nochmal beginnen ist. Jo, ich glaube. Da muss ich mal die Batterien wechseln. Da halten sie ja noch ein bisschen durch. Wow, this weather.
weather is awesome. Oh Mann, das ist wohl doch hier. Und dann gerade durch, ne? Ja, diesen Eingang hat man da so schlecht erkannt. Aber an den kann ich mich noch erinnern. Jawohl. Nochmal die Geier. Oder die Noelle, die haut immer so schön drauf. Ich hoffe mal, der bleibt da liegen. Noch macht er 30 FPS. Aber die CPU ist schon wieder am... Ja, ist halt auch nicht neu, der Rechner. Der ist auch schon 10 Jahre alt. Ist ein alter i5 drin. Mit einem Gegner geht's eigentlich nur ganz gut. Abgesehen davon, dass ich gar keine Chance habe gegen den. Obwohl er ja nur 24 ist, obwohl, weiß ich gar nicht, wie viel bin ich? 40 oder so, ne? Aber er ist ein bisschen größer als ich. Ja, nur ist gut. Ich komme gar nicht zum Aufstehen. I must leave no stone unturned. Booms, die hängen für das Spezial. Ah, das war das Spezial. Schießt er wieder mit seinen doofen. Autsch. Verkehrt mal auf Keks, geht er mir. Gott, einen habe ich. Der ist schon der nächste. Bricht die Framerate aus und wieder zusammen. No escape. Ach, und der eine haut da jetzt hier auf. Das ist halt gemein, du musst irgendwie drei bekämpfen. Die kommen da natürlich auch von hinten. Ist irgendwie die Zeit abgelaufen oder die haben das Teil kaputt gemacht. Allein kannst du das nicht schaffen. Aber es hat jetzt nicht dermaßen geruckelt, dass man den Überblick verloren hätte. Nur befürchte ich, auf dem Video ist es dann doch ein bisschen ruckelig. Naja. Schaue ich mir das doch mal an.